Hallo, wir haben heute Morgen wieder unsere Sachen zusammengepackt, weil es für uns heute weiterging nach Koh Lanta. Ich war noch bei 7-Eleven, habe uns noch ein paar Snacks gekauft und dann wurden wir auch schon vom Taxi abgeholt und zur Busstation gefahren. Und da haben wir dann circa eine Stunde gewartet. Hier sieht man einmal unser Busticket und das hier war unser Bus. Sah von außen ganz schön aus und die Aussicht war auch sehr schön bei der Fahrt, aber die Fahrt an sich war für mich schrecklich, weil man sieht es hier, ich saß mit den Füßen genau über dem Radkasten, wie auch immer das heißt. Ich hatte gar keinen Freiraum, meine Knie waren die ganze Zeit vorne an dem Sitz, man konnte den Sitz nicht zurückmachen und hier in der Mitte lagen überall die Gepäckstücke. Also es war überhaupt nicht angenehm für mich und wir sind damit, glaube ich, 4 Stunden gefahren. Aber habe ich dann auch hingekriegt, dann sind wir umgestiegen in so ein anderes Auto, in diesen Van und sind dann nochmal weitergefahren und kamen dann hier bei diesem Hafen an. Und dann sind wir mit dem Auto auf so eine Fähre und dann sind wir da einmal rübergefahren. Das war sehr cool, ging zwar nur sehr schnell, aber das war nochmal ein bisschen was Positives nach dieser Horrorfahrt. Und dann waren wir auch schon im Hotel und wenn wir nach da oben gehen, sind wir dann bei unserem kleinen Zimmer und die Aussicht von da ist schon mal richtig, richtig schön und man sieht auch das Meer und die ganzen Palmen. Und ja, wenn man sich da umdreht, ist da die Tür und da geht man rein. Hier ist unser Zimmer. Wir haben hier noch richtig viel Stauraum und richtig viel Platz. Mülleimer, Toilettenpapier, Kühlschrank, Fernseher, also irgendwie alles da. Bett haben die auch richtig schön gemacht und wir haben diesmal Klimaanlage und Ventilator, also beides zusammen. Und einen Balkon. Also wir haben diesmal alles und der Balkon ist doch richtig groß und sehr schön. Ja, Badezimmer haben wir natürlich auch, aber ziemlich einfach. Aber ich finde die Fliesen ganz cool, weil das so aussieht wie Gras. Und dann bin ich nochmal losgegangen, weil ich schauen wollte, wie unser Hotel noch so aussieht, weil ich wusste, dass wir einen Pool haben. Und da war ich dann einmal vorne und das ist ein sehr schöner Pool. Und wir sind mit dem Hotel genau vorne am Meer, aber es war gerade komplett Ebbe, also deswegen sieht es jetzt ein bisschen steinig. Also, ein bisschen, ja, nicht so schön aus, aber egal. Meinen Fächer habe ich übrigens den ganzen Tag schon fleißig benutzt, den ich ja jetzt neu habe. Und ja, dann war ich nochmal schnell bei 7-Eleven, habe mir ein paar Snacks geholt, habe mich dann in meine Badesachen geschmissen und bin eine Runde baden gegangen im Pool. Und dann saß ich noch eine Weile auf der Liege und habe einfach den Sonnenuntergang angeschaut und so zwei Mädchen zugehört, die ihre Reise geplant haben, weil die waren auch deutsch und es war ganz interessant. Dann war ich noch im Restaurant, habe Abendbrot gegessen und das war's.